bestellt haben. Hebt mal die Hand. Gibt es jemanden, der überhaupt ein Trikot haben will? Okay. Die sind tatsächlich heute gekommen. Der Andreas von Mount 3 hat also wieder on point gearbeitet. Ich würde das so machen. Ich stelle gleich noch ein neues Trikot vor, was vielleicht die ältere Fraktion, alle, die über 17 sind, bis 127, interessieren wird. Aber vorher machen wir mal eine Verteilung. Vom Video Director, der sein Trikot heute vergessen hat, wo ist der überhaupt? Ist in der Wäsche. Hey. Vergessen. Hat ihr nicht das Trikot vergessen? Das kann ja ganz Trikot. Das ist das Knut-Trikot. So. Wir haben ja das Problem, dass wir die Young Guns einen relativ geringen Altersdurchschnitt noch haben. Wir haben relativ wenige, so wie die Trailbüffel, die hier diesen Park auch heute, mal einen Applaus für die Trailbüffel, die hier heute mit und auch natürlich für die Flowrider, die das hier möglich machen, dass dieser Park so ist, wie er ist. Jetzt haben wir aber ein Problem, die Young Guns alleine hier im Bikepark machen lassen, vielleicht nicht so eine ganz gute Idee immer. Ne? Und deswegen habe ich mir überlegt, ich habe gleichzeitig, das steht mit da drin, auch was für die Erwachsenen verhandelt. Es soll ja Erwachsene geben, die auch hier Mountainbike fahren. Und für die Erwachsenen gibt es jetzt auch ein Trikot. Und zwar die TVO Alt Rockets. So. Dieses Trikot macht ebenfalls zur Pflicht, aber die meisten sind eh Familienmitglied, Mitglied im TVO zu sein, weil steht ja TVO drauf. Und berechtigt zu 10 Euro Rabatt samstags beim Lift. Das heißt, statt 25 zahlt man halt 15. Wenn der Lift irgendwann 30 kostet, 20. Also 10 Euro Rabatt und derselbe Deal. Die Erwachsenen, die das nutzen, dieses Trikot ist die Eintrittskarte dafür. Die Erwachsenen, die das nutzen, machen danach hier auch eine Stunde den Bikepark wieder schön. So. Das heißt, jetzt haben wir auch die Erwachsenen mit im Boot und ich bin gespannt, wie das entsteht oder wie sich das entwickelt, ob das funktioniert. Und so haben wir quasi die ganze Familie zusammen. Samstag ist quasi der Bikepark-Familientag. Also so ist die geblümte Vorstellung, die ich davon habe.